Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte euch heute die Neuerscheinungen oder meine Top-Neuerscheinungen für den März zeigen. Allerdings sind das diesmal nur 4 Bücher, was aber auch nicht so schlimm ist. Wahrscheinlich ist mir auch das ein oder andere Buch durch die Lippen gegangen. Das heißt, wenn ein Buch, was ihr gerne mögt, nicht hier auftaucht, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann schaue ich mir das auch sehr, sehr gerne an, denn ich finde, es gibt so, so viele Verlage und man hat überhaupt nicht alle Bücher auf dem Schirm, sodass auch das eine oder andere tolle Buch wirklich mal durch den Lappen geht. Und ich habe die Liste vor einigen Wochen schon zusammengestellt und jetzt nicht mehr nachkontrolliert, ob noch irgendwas Neues dazu gekommen ist. Deswegen schreibt mir gerne eure Buch-Top-Neuerscheinungen für den März in die Kommentare, dann schaue ich mir die Bücher sehr, sehr gerne an. Ich möchte jetzt aber direkt mit dem ersten Buch anfangen, weil ich das Video gar nicht so lange halten möchte. Und zwar geht es um dieses Buch. Ich hoffe, ihr könnt die Cover so einigermaßen erkennen. Wenn nicht, alle Bücher sind in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr euch den Klappentext durchlesen und auch nochmal das Cover angucken. Die Informationen zu dem Buch blende ich euch wie gehabt auch einfach wieder ein. Und das erste Buch ist Loveless, eine Liebesgeschichte von Katie Regnery. Das erscheint im Lux Digital, ist somit auch nur als E-Book verfügbar. Ab dem 1.3. und kostet 4,99 € und es ist ein Liebesroman, wie man schon eventuell am Titel merken kann. Wenn ich ab und zu runterschaue, ich habe hier meinen Laptop stehen, wo ich meine Notizen aufgeschrieben habe, damit ich euch ein kleines bisschen was zu den Büchern erzählen kann. Und in diesem Buch geht es um Cassidy Porter. Sie lebt abgeschieden in den Bergen und lässt niemanden an sich ran. Sie fürchtet sich nämlich zu sehr etwas von seinem... er fürchtet sich nämlich zu sehr etwas von seinem Vater, einem verurteilten Mörder geerbt zu haben oder in sich zu tragen. Und als er dann die hübsche Bryn Cadogan blutend in der Wildnis findet, kann er nicht anders, als ihr dann doch irgendwie zu helfen und bei sich aufzunehmen. Denn Bryn leidet noch immer unter dem Verlust ihrer Verlobten... ihres Verlobten, soll das wirklich heißen, was ich hier stehen habe, der vor 2 Jahren bei einem Amoklauf ums Leben kam. Und sie fühlt sich zu dem verschlossenen Fremden doch sehr hingezogen. Und ja, jetzt ist die Frage, kann sie Cassidy überzeugen, dass er es wert ist, geliebt zu werden? Eine wunderschöne Geschichte, die auch so in die Richtung von Melanie Morlands Bücher geht. Zumindest, was ich jetzt hier vor dem Klappentext zu höre, sie schreibt ja auch immer von sehr zurückgezogenen und verschlossenen Männern, die dann eine nette junge Frau kennenlernen und sich zu ihr hingezogen fühlen. Und ich glaube, dieses Buch könnte genau in diese Richtung gehen und die 2 Bücher, die ich bereits von Melanie Morland gelesen habe, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen glaube ich, dass auch Loveless von Katie Regnery was für mich sein kann. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, sobald ich es irgendwann mal im Laufe des Jahres gelesen haben sollte. Wenn ich werdet ihr es vermutlich nicht sehen, falls ihr es aber schon gelesen habt oder lesen werdet oder lesen möchtet, schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr es dann gelesen habt, könnt ihr mir auch gerne schreiben, wie ihr das Buch gefunden habt. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ich finde auch übrigens das Cover sehr, sehr, sehr hübsch. Es ist nicht aufgeregt, sehr schlicht, aber man weiß trotzdem irgendwie direkt, worum es geht und dass es sich um einen Liebesroman handelt, wegen dieses netten Herrns auf dem Cover. Und ich würde sagen, jetzt habe ich genug zu dem ersten Buch gesagt und wir machen weiter mit dem nächsten Buch, das ist übrigens das einzige Buch, was nicht im Lux Verlag erschienen ist, was ich euch diesen Monat vorstellen möchte. Und zwar ist es von G.S. Lima, die der ein oder andere vielleicht auch von YouTube kennt, von Gabby Clem Books. Ich verlinke sie euch hier mal im i, dann könnt ihr gerne bei ihr vorbeischauen. Eine wunderbare Person, die Videos macht über Liebesromane, weil sie die am liebsten schreibt und auch liest, wie sie am Anfang ihres Videos immer sagt. Und sie hat bereits im vergangenen Jahr schon sehr viel von ihrem Buch erzählt, was im Piper Verlag erscheint, und zwar am 1.3. auch. Ich habe es bereits auch schon als E-Book hier, habe es aber noch nicht gelesen, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Und ja, es handelt sich bei ihrem Buch um Writers in New York. Jedes Wort ist für dich, aus dem Piper Verlag, wie ich schon gesagt habe. Erscheint auch als Taschenbuch, meine ich, und kostet 12,99 €. In diesem Buch geht es um India Thompson und sie zieht von Alabama nach New York und lernt dort eben dann auch schon ihren Nachbarn Alec Carter kennen. Alec lädt jeden Tag neue Frauen zu sich ein und Alec ist auch jemand, der lieber Geschichten über fiktive Charaktere schreibt, als seine eigene zu erleben.
was sich ja auch schon mal sehr, sehr spannend anhört. Und es geht dann weiter, dass sich India in dessen Augen verlieren könnte und Alec aber darauf besteht, dass sie Freunde werden müssen oder nur dürfen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, was ich mir da aufgeschrieben habe. Und ja, aber eigentlich sollte Alec sich von India fernhalten, da sie weiß, wie sie ihr Herz an ihn und seine Worte verlieren könnte. Ich habe Mist aufgeschrieben. Ich glaube, ihr wisst, um was es geht. Wie gesagt, wenn ich die Bücher sind in der Infobox verlinkt, dann könnt ihr euch dort den Klappentext anschreiben. Ja, ich möchte dieses Buch lesen, weil ich, wie gesagt, die Videos von Gabby sehr, sehr gerne lese, schaue und dementsprechend auch gerne ihr Buch lesen möchte, weil sie ja doch auf sehr besondere Bücher steht und ich erhoffe mir jetzt, dass sie auch eben so ein besonderes Buch geschrieben hat. Ich finde übrigens das Cover wunderschön. Ja, schade, dass ich es nur als E-Book habe, aber ich habe leider ein bisschen Platzmangel für Bücher. Deswegen muss es halt einfach so gehen. Ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Wenn ihr das Buch auch lesen möchtet, schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Und ja, ich werde euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, weil ich ja hierzu schon das E-Book habe. Die nächsten zwei Bücher sind jetzt übrigens auch wieder im Lux Verlag erschienen und wir machen weiter mit Wild Hearts, kein Blick zurück von T.M. Frazier, wenn man sie so ausspricht, falls es eine Autorin ist. Wenn nicht, dann ja, ist es ein Autor. Wie auch immer, erscheint am 29.03. Ja, wie gesagt, im Lux Verlag ist ein Reihenstart. Ich finde das Cover unglaublich schön. Ich möchte mir dieses Buch auf jeden Fall zulegen und zwar auch als Paperback erscheint das, glaube ich, weil ich das Cover unglaublich schön finde und die Geschichte mich sehr angesprochen hat. Und zwar geht es um Sawyer Dixon. Ich finde es übrigens lustig, dass die Protagonistin hier in dem Buch genauso heißt wie die Protagonistin von Mona Kasten Feel Again. Ich meine, die heißt, Trust Again, die Protagonistin. Die heißt ja auch Sawyer Dixon. Heißt sie so? Ich glaube, sie heißt genauso. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Wenn nicht, dann ignoriert das, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall geht es hier in diesem Buch um Sawyer Dixon, die nach dem Tod ihrer Mutter einen alten Camper und ein Stück Land im Nirgendwo von Florida geblieben ist. Ja, sie möchte jetzt eben weit weg von ihrer Vergangenheit einen Neustart wagen und dabei trifft sie, oder beziehungsweise hat sie nicht mit ihrem Nachbarn Finn gerechnet. Dieser ist ein missmutiger und aber auch attraktiver Einzelgänger und wenig begeistert davon, dass Sawyer vor seiner Haustür campt. Doch sie geht ihm einfach nicht aus dem Kopf, was ja wieder typisch ist für dieses Genre, aber ich mag das einfach sehr, sehr gerne. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Buch von T.M. Frazier, habe ich noch nichts gelesen. Ich weiß auch nicht, ob das ihr erstes Buch ist oder sein erstes Buch. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt ein Autor oder eine Autorin ist. Aber alleine schon irgendwie ja die Tatsache, dass Sawyer ganz alleine irgendwo mitten im Nirgendwo campt und dort eben ein attraktiver, missmutiger, junger Kerl ist, hört sich schon irgendwie spannend an. Und das Cover hat mich, wie gesagt, einfach auch schon angesprochen, dass ich es unbedingt lesen möchte. Und ich hoffe, dass mir die Geschichte auf jeden Fall gefällt. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, weil das ein Buch ist, was ich auf jeden Fall lesen möchte. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mit dem nächsten und letzten Buch weiter, was ebenfalls im Lux Verlag erscheint, auch am 29.03. von Kim Nina Ocker, Everything I Didn't Say. Englisch ist nicht ganz so meine Stärke, aber das kriege ich gerade so noch hin. Ist auch wieder ein Reihenstart, auch wieder ein New Adult Roman und in dem Buch geht es um Jamie und Carter, die sich das erste Mal gegenüberstehen, sprühen zwischen ihnen schon die Funken. Ich mag es übrigens, dass es schon direkt hinten auf dem Klappentext draufsteht, zwischen um wen es sich handelt und was zwischen den beiden abgeht und dass es direkt am Anfang irgendwie schon klargestellt wird. Ja, beide wissen aber, dass sie die Finger voneinander lassen sollten. Und Jamie hat gerade ihren Job zur Regieassistentin angetreten und Carter ist als Star der Show vertraglich dazu verpflichtet, sich in der Öffentlichkeit nicht mit einer Frau sehen zu zeigen oder sehen zu lassen. Ja, aber doch mit jedem Tag, den sie aufeinandertreffen, knistert es zwischen den beiden heftiger, bis sie sich ihrer Leidenschaft hingeben.
und nichts ahnend, dass diese Entscheidung ihr Leben durcheinander bringen wird, was ja irgendwie auch klar ist, wenn ja im Vertrag von, wie hieß er nochmal, Carter, steht, dass ja, er nicht mit einer Frau gezeigt werden darf, sich zeigen lassen soll. Und die zwei sich dann doch irgendwie zueinander hingezogen fühlen. Ich meine, zwischen an Gefühlen kann man nichts ändern. Man muss es halt irgendwie verheimlichen. Ich bin sehr gespannt, wie die zwei das hier machen in dem Buch. Und bin auch sehr gespannt auf den Schreibstil von Kim Nina Ocker. Und auch das Cover finde ich sehr, sehr schön. Es ist nichts Besonderes, sehr, sehr schlicht, aber trotzdem irgendwie doch auffällig, meiner Meinung nach. Ja, ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Buch noch sagen soll. Es sind wieder viele, viele Reihenstarts dabei, was ja für meine Reihenbeendigungs-Challenge jedes Jahr nicht so gut ist. Aber ja, wenn ich mehr Reihen anfange, muss ich auch mehr Reihen beenden. Das ist so mein Motto. Ich muss da dieses Jahr auf jeden Fall noch ein bisschen mehr dran arbeiten. Das waren jetzt die vier Bücher, die ich mir rausgesucht habe. Und wenn ihr, wie gesagt, noch andere Bücher habt, die im März erscheinen, die euch interessieren, die vielleicht auch was für mich sein könnten, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare, dann schaue ich mir die Bücher sehr, sehr gerne an. Ja, ich weiß gar nicht, sonst muss ich dazu, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und mich oder meinen Kanal abonniert. Das ist übrigens kostenlos, somit verpasst ihr dann auch keine Videos mehr. Und ihr könnt mit mir zusammen meinen Kanal bestimmen, was ich immer ultra spannend finde. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das alles machen würdet. Wenn nicht, ist auch vollkommen okay. Ich würde mich aber freuen, wenn ihr wieder einschalten werdet. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!